Wangen im Jahr 1945. Der Zweite Weltkrieg ist gerade zu Ende und noch immer befinden sich Menschen auf der Flucht. So auch vier russische Maler, die als Emigranten von Berlin über Karlsbad nach Wangen im Allgäu gelangten. Alexei von Schlippe, Wladimir Lebedev, Anatole Gorohovets und Viktor Ostroumov. Im Haus des Malers Karl Fischer trafen sie sich, um zu politisieren, debattieren und zu feiern. Sie bildeten einen Kunstkreis, zu dem sich auch Otto Dix, einer der wichtigsten Maler des 20. Jahrhunderts, bekannte. Zwischen Dix und Ostroumov entstand eine Freundschaft, angeregt vom Kaufmann Rudolf Fakler, der verschiedene Ausstellungen organisierte. In der Städtischen Galerie Wangen im Herbst 2004. Eine Gedächtnisausstellung vier russischer Maler in Memoriam. Viktor Ostroumov, Wladimir Lebedev, Anatole Gorohovets und Alexei von Schlippe. Eingeleitet von einem russischen Ensemble aus der Stadt Tschelabinsk, dem fernen Sibirien. Begrüßt von Michael Lang, Oberbürgermeister der Stadt Wangen im Allgäu. Als letzte Zeitzeugin Frau von Schlippe und ihre Familie. Meine Damen und Herren, ein außergewöhnlicher Wahlkreis nach 1945 in Memoriam. Eine Ausstellung wie diese wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, auch der Anlass dessen. Dazu fällt der Anlass sowohl die Generationen, die sich an diese Zeit erinnern, die sie miterleben und arrangieren, werden immer weniger. Und aufgrund, dass sich diesbezüglich vieles in meinem Elternhaus sich abspielte, so fühle ich mich doch irgendwie verpflichtet, diesen Zyklus der damaligen russischen Maler Viktor Ostroumov mit Wladimir Lebedev, Anatole Gorohovets und Alexei von Schlippe zu schließen. Einer der vier russischen Maler, Wladimir Lebedev, studierte Ende der 20er Jahre an einer Kunstakademie in Moskau.
Obwohl von ihm auch Porträts vorhanden sind, hat er sich als Maler den Landschaften verschrieben. Seine Liebe galt dem Bodensee. Lebedev war sensibel und mystisch veranlagt. Seine von ihm geführte Malweise in der à la prima Technik war realistisch und impressionistisch zugleich. Nach seiner Einreise 1950 in die USA betätigte er sich als gefragter Restaurateur an großen Museen und Kunstgalerien im Staat New York. Bilder Alexei von Schlippe. Er selbst mit seiner Familie bereits 1918 aus Russland geflüchtet, studierte in Berlin der 30er Jahre für freie und angewandte Kunst. Ging nach Amerika, um von 1963 bis 1983 in New York als Professor für Malerei und Kunstgeschichte zu unterrichten. Danach kehrte er nach Deutschland an den Ammersee zurück. Bekannt und berühmt geworden ist er durch seine dunkelhäutigen, wie Träumen wirkenden Figuren hoher malerischer Transparenzen. Von Anatole Gorohovets sind leider nur drei Bilder ausgestellt. Verließ 1942 die UdSSR, emigrierte 1951 in die USA. Seine Lieblingsstadt war Venedig. Viktor Ostroumov, ob er wie ein leuchtender Komet über Wangen kam, sei dahingestellt. Er war ein Mensch mit vielen Gesichtern. Studierte in den 20er Jahren bei Professor Robert Falk an der Kunstakademie in Moskau. Falk malte Landschaften als dunkle, aufgewühlte Farbakkorde, so auch Ostroumov, jedoch mit einem sinnlichen, impressiven Klang. Die Argen hatte es ihm angetan. Was er brauchte, war ein Stück Himmel und Wasser, in dem sich alles spiegelt. Für seine Bilder benötigte er nicht länger als eine Stunde. In seiner exzessiven Art warf er sie einfach nur so hin. Ostroumov wird nachgesagt, er male Bild auf Bild, ohne sich über seine Werke Gedanken zu machen. Seine Gedanken übertrug er mit Pinsel und Farbe. Musik
1948 ist eine große Bodenseelandschaft entstanden unter dem Einfluss von Professor Otto Dix. Der Bildraum ist zu Farbe geworden, das von einer komplementären Spannung zwischen hellem Sonnenlicht und tiefblauem Schatten lebt. Im Porträtieren war Ostroumow ein Perfektionist. Sich von ihm porträtieren zu lassen, war zur Mode geworden. Mit traumhafter Sicherheit warf er seine Studienköpfe auf die Leinwand und immer wieder sagte er, seine Hände und die Kraft habe er von Gott, um mit ihnen mehr zu schaffen. Bezahlt wurde er mit Lebensmitteln, Naturalien, Bier, Wein und Schnaps. Sein Ausspruch, ich spucke auf Wangen, besagt, dass er oft über den Tisch gezogen wurde. Viktor liebte schöne Frauen und malte sie. Eifersüchteleien unter den Modellen junger Frauen beflügelten seine Arbeit. Seine Art, ein Auge zu interpretieren, war meisterhaft. Um es zu malen, benötigt man ein ganzes Leben, so Ostroumow. Zuweilen begegnete er sich selbst als ein Trinker. Ein Bohem in illustre Gesellschaft. Ratlos beim Abschied. Ein alternder Maler als Hahnrei. In der Kutte eines Mönchs, um Gott zu dienen. Sein letztes Selbstbildnis aus dem Jahr 1951, kurz vor seiner Abreise in die USA. Gezeichnet von Krankheit und Alkohol. Für ihn und seine Familie war das Leben in New York ein Albtraum. Und so wie sein Auge im Leben nach außen lachte, weinte es nach innen. Auf einem kleinen Friedhof in Long Island liegt er begraben. Vier russische Maler kamen, verfolgt von sowjetischen Geheimagenten, fassten in Wangen neuen Mut zum Leben, emigrierten in die USA, um eine Existenz zu gründen. Nur einer verlor sich selbst. Viktor Ostroumow, seine Kunst zu malen und porträtieren, war nicht gefragt.